Also wir können ja einfach mal die Frage einer Allgemeinimpfpflicht durchspielen. Was heißt denn das? Was heißt das? Dass wir von Haustür zu Haustür gehen und uns welche Behörde, Polizei, von jedem Bewohner in einem Haus die Impfnachweise zeigen lassen. Und wenn die nicht geimpft sind, dann machen wir was? Also ich finde, es ist immer alles so leicht gefordert und hat so leicht dann in der Umfrage, ja klar, schnell. Aber was heißt denn allgemeine Impfpflicht? Eine allgemeine Impfpflicht, wo Sie sozusagen jeden Bürger, jede Bürgerin verpflichten, sich impfen. Was machen Sie denn mit dem, der sich weigert? Zerren wir dann Sarah Wagenknecht mit der Landespolizei zur Impfstelle? Oder wie, also ich will das, überspitzt das jetzt einfach etwas, damit einfach mal deutlich wird, was diese Forderung, wenn man sie mal zu Ende denkt, tatsächlich bedeutet. Und ich glaube einfach, dass das nichts ist, was in dieser sowieso schon spannungsreichen Zeit tatsächlich unserer Gesellschaft den nötigen Zusammenhalt bringt.